Hi, hier ist Marc und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen. Die Love Story, ja, also eine ganz lange Geschichte von mir und meinem 2003er Bike, was ihr hier gut sehen könnt. Das ist ein Pulcro, die Marke gibt es auch schon lange nicht mehr. Das war custom made, aus Stahl gebaut. Und das habe ich mir 2003 von meinem Führerscheingeld, weil ich aus gesundheitlichen Gründen keinen Führerschein machen konnte, dieses Bike geholt. Und ich fahre es heute noch, bin durch dick und dünn gegangen und ich möchte euch einfach noch ein paar Storys erzählen. Ihr könnt euch fragen, woher kommt diese Beule und was hat sich an dem Rad so über die Jahre geändert, was ist gleich geblieben, zum Beispiel immer schon die Rolloff-Schaltung, Nabenschaltung, die ich auch von Anfang an fahre mit 14 Gängen. Und ich möchte einfach mal ein paar Bilder, ein paar Impressionen aus den ganzen Jahren von 2003 bis 2018 zeigen. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, ich möchte euch ein bisschen was erzählen über mein 2003er Bike, das Pulcro mit Rolloff-Nabenschaltung, die seit 2003 auch dran ist. Und eigentlich ist nicht so viel geändert an dem Bike. Ein paar kleine Sachen möchte ich euch mal erzählen, damit ihr auch die Hintergründe wisst. Also, viele denken sich schon immer, seit sie das Bike sehen, wie ich es fahre in Videos oder so, was ist das hier, was ist das hier? Ne, ist gar kein Synchros-Lenker, der ist von DMR. Das ist ein Stahllenker. Stahlrahmen, Stahlkurbeln. Wie kommt es, dass ich so schwere Teile fahre? Das liegt einfach daran, dass ich damit früher mit dem Bike Dirtjump gefahren bin. Urban Freeride heißt Road Gaps und solche Sachen. Und ja, da war es einfach so, dass Stabilität war einfach wichtig. Und weil ich dreimal live dabei war, wie jemand der Lenker gebrochen ist, bei einer Landung oder beim Absprung, Aluminiumlenker, Downlenker, hatte ich echt Schiss vor, damals zu der Zeit, das war 2003, 2004, hatte ich echt Schiss vor, ja auch schon vorher, meinem HT hatte ich auch Stahllenker, hatte ich Schiss vor Lenkerbrüchen. Deswegen, Stahllenker, bricht so schnell nicht, wiegt aber auch ein bisschen was, ja. Okay, gut, Stahlkurbeln, das ja, war auch dann obligatorisch, weil früher die Shimano-Kurbeln, die Vierkant, immer gebrochen sind, bin ich auch schon am HT Stahlkurbeln gefahren, die habe ich auch übernommen. Die waren schon vorher mal im Dirtbike. Mein Fully 2003 übernommen. Und ja, deswegen wiegt das Rad ein bisschen. Und ja, ich habe mir die Rolloff dran gemacht, die Nabenschaltung, weil Tarek Razoui, damals Profi Throwrider und Tyler Klassen gesagt haben, das ist super, fahren wir unserem Freeride-Bike. Also habe ich mir gedacht, ich will auch berghoch fahren können. Deswegen musste die 14-Gang-Nabenschaltung dran. Und ja, jetzt möchte ich euch kurz was zeigen. Und zwar, hier ist eine dicke Beule. Und die kam, weil bei einem Sturz 2004 am Römer Gap, am Kölner Dom, großes Treppengap, bin ich ein bisschen zu weit gesprungen, war ein bisschen schief. Und dann hat die Doppelbrückengabel, die da früher drin war, eine Mazzocchi Super, Mazzocchi Junity, da eine Beule reingehauen. Ja, war nicht so schön, also habe ich gedacht, Doppelbrückengabel muss weg. Damals erstmal eine Sherman, Money to Sherman reingebaut. Dann wurde die Mazzocchi All Mountain 3 und ja, 150 mm vorne und 180 mm hinten. Der Fox Vanilla RC arbeitet auch immer noch so schön. Wie eh und je, also richtig geiles Teil. Und ja, die Felgen sind auch noch von meinem Rad damals, von meinem Dirtbike, die habe ich übernommen. Vorne die Felge habe ich vom Kumpel, von Johannes Herden, der heute bei MTB News Chefredakteur ist. Damals ganz günstig abgekauft und ja, es fährt und fährt und fährt und ich habe keine Sorgen. So, also. Seit 15 Jahren fahre ich dieses Fahrrad und ich bin jetzt nicht so der Typ, der so extrem emotional sagt, oh Schatzi, Schatzi Fahrrad, aber irgendwie, ich kann es nicht leugnen, ich habe schon irgendwie so viel erlebt mit dem Rad, dass ich es auch nicht mehr hergeben will und irgendwie da schon
irgendeine Art von emotionaler Beziehung. Es ist natürlich nur ein Gegenstand, ein Gebrauchsgegenstand, aber manche werden es kennen, irgendwie das Fahrrad, was einem so treue Dienste leistet, das schließt man auch irgendwann in sein Herz. Und ja, jetzt schöne Aussicht hier. Ich wollte euch noch erzählen, das Rad habe ich seit 2003, das heißt 2008 habe ich meine Bikeschule gegründet. Das heißt, ja, die ersten Videos, die ersten Fotoshootings und die ersten Kurse, die ersten Jahre habe ich es auch immer wieder benutzt. Und es hat mich auch da treu begleitet. Und auch wenn manch einer geguckt hat, oh, ein Stahlrahmen, was ist das? Und es auch sehr viele hässlich fanden in den Foren, Mountainbike-Forum, hat irgendwie nicht verändert, dass ich es sehr gerne habe. So, ihr seht hier Bike Arena. Hier gibt es überall schöne Touren, könnt ihr mal auf bikearena.de schauen und nachfahren, eher gemütliche Touren. Warum wiegt mein Bike denn so 20 Kilo? Aber jetzt mal Kurzversion, es soll stabil sein damals. Den Lenker hatte ich von meinem Dirtbike aus Stahl, Angst vor Lenkerbrüchen, die ich live miterlebt habe bei anderen. Die Kurbeln waren auch von meinem alten Bike. Ich habe Downhill-Schläuche drin, weil ja, ich hatte auch keinen Bock auf Platten und das ist alles aus Stabilität. Die Rohdorf ist auch nicht so leicht wie Single Speed, ja, sagen wir es mal so. Und deswegen 20 Kilo, aber 36er Blatt vorne. Das heißt, 14 Gänge, erster Gang ist so leicht. Ich komme ja auch die steilen Berge hoch, bin damit auch schon ein paar Rennen gefahren. Zum Beispiel Cross-Country-Rennen bei 37 Grad. Das war in Pracht. Und in Saalhausen, Marathon, die kleine Runde, 45 Kilometer. Und auch schon mehrfach, so zweimal mit dem Bike hier. Ich war damit auch auf einem richtigen Berg. Das war der in Steiermark. Ja, und sonst habe ich halt zum Beispiel bei einem Downhill-Rennen in Oberberg, also im Winter-Downhill-Cup, bin ich einmal hochgefahren. Haben die anderen auch geguckt. Ja, bin natürlich halb gestorben, aber ich wollte beweisen, dass es geht. So. Ja, also schaut mal hier, das Gebäude oder dieses kleine Ding mit der Kerze drin ist von 1988, also 3 Jahre jünger als ich. Und dieses Fahrrad ist von 2003. Ich habe euch mal ein bisschen was erzählt von den Dingen, die ich damit erlebt habe. Also auch ein paar Stürze am Römer Gap und sonst eigentlich nicht viel passiert damit. Ja, ein paar Reisen natürlich und alles mögliche, aber so verletzungsmäßig alles gut gegangen. Und ja, ich mache euch noch ein Video, wo ich euch mal erzähle, was passiert ist, als mir beim letzten Dreh ein Loch in den Rahmen passiert ist, weil da ein Stein einfach reingedrückt hat, immer wieder, weil der sich eingeklemmt hat. Und ja, schreibt mal unter das Video, welche alten Fahrräder ihr noch fahrt, welche ihr vielleicht mal weggegeben habt und es bereut oder an welche Bikes ihr, wenn ihr an früher denkt, in Erinnerung schwelgt. Hi, hier ist Marc und ich möchte euch heute in dem Video mal erzählen, wie das gekommen ist. Ich habe mein Rad reparieren müssen, letztens, weil da war ein Stein, der hat sich beim Dreh vom letzten Video, das verlinke ich euch mal, Spitzkern Hinterrad versetzen, das habe ich nicht gemerkt, da hatte sich ein Stein eingeklemmt zwischen die Strebe und das Innenlager. Ich habe es nicht gemerkt, bin die ganze Zeit weitergefahren und während das Rad immer gefedert hat, hat sich der Stein immer mehr reingebohrt in das Material. Das ist gutes Mannesmann-Stahl hier. Und ja, dann habe ich nachher gemerkt, scheiße, da ist ein Loch im Rahmen. Hat sich richtig reingebohrt. Ich habe einen Schock gekriegt und dachte, oh mein Gott, das ist der Tod von meinem Fahrrad, was ich jetzt schon so lange auch gerne fahre, seit 2003. Ja, und die Moral von der Geschichte, was ist dann passiert? Also, Schock. Und ich dachte, okay, wenn es ein Alurahmen ist, dann wäre jetzt wirklich wahrscheinlich ein neuer Hinterbau oder das Fahrrad ganz eintüten, ja. Nein, ich wusste ja hier schon von meiner Beule von 2004, als mal die Doppelbrückengabel da reingerammt hat, dass mir da Stahlexperten gesagt haben, ja, das ist okay, das ist Stahl, das hält was aus, kannst du weiterfahren. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich lasse es mal reparieren. Ja, da hinten, ja. Hab mal geguckt, welche Stahlbauer für Fahrräder gibt es so, hab so ein bisschen recherchiert, hab gemerkt, boah, also ich meine, das Fahrrad ist echt schon alt und das ist ganz schön teuer, wenn man da das reparieren lassen will beim Rahmenkonstrukteur. Es gibt Leute, die machen das hauptberuflich, dass sie custom-made Rahmen bauen
und ja, hab da recherchiert, gedacht, scheiße, das ist teuer. Dann einfach mal geguckt in meinem Ort, den seht ihr hier unten, Olsberg, hat auch ein bisschen Industrie. Hab geguckt, wer macht da was mit Stahl und zwei angerufen und der zweite hat direkt gesagt, ja, ich hab selber mal ein Mountainbike gehabt, bring mal vorbei, machen wir. Okay, gut, hab im Hinterbau abmontieren lassen von einem Freund und den Björn, den kennt ihr aus ein paar Videos und danke dafür nochmal. Dann habe ich den Hinterbau dahin gebracht und jetzt, wie ihr seht, wie sie sehen, sehen sie nichts. Ist wieder heile und die haben sogar ein bisschen Lack drüber gesprayt. Ja, dann meinten die 10 Euro. Das war natürlich ein bisschen krass, da habe ich dann ein bisschen mehr gegeben, einfach als Trinkgeld und als für die als Dankbarkeit. Und jetzt ist es genauso stabil. Schaut mal in die Aufnahmen, ich habe es im Foampit ein bisschen gesprungen. In Zukunft für Bikepark und so habe ich ja andere Bikes mittlerweile. Da muss ich das Rad nicht nehmen, so für Touren. Und ja, also, wenn euch mal ein Loch im Rahmen ist von einem Steinschlag oder so, nicht den Kopf in den Sand stecken, informiert euch mal. Vielleicht, wenn es ein Aluminiumrahmen ist, vielleicht gibt es da auch jemanden, der euch da einen neuen Hinterbau konstruieren kann. Es gibt auch Leute wie Nikolai oder Mitek hier im Sauerland, die da, ja, Mitek, die haben mir auch schon mal sehr geholfen bei einem anderen Fahrrad. Und bleibt dabei. Das war meine kleine Story. Steinschlag, Loch im Rahmen, repariert. Abonnieren, wenn ihr Bock habt auf mehr Videos. Ich habe jetzt Bock auf die Abfahrt, bevor es dunkel wird. Und Gipfelkreuz seht ihr hier. Von 704 Meter geht's runter ins Tal. Und Fahrtechnik.tv immer für die Tipps. Könnt ihr reinschauen. Bis dann, euer Marc. Yeah. Art for real, yeah, brainstream sound, yeah. Spiegelkabinett Akustik, aha, yeah. Hip-Hop ist mein Ding, yeah, yeah. Ich sag Hip-Hop ist mein Ding. Für die Kultur, DJing, Rap, Breaking und Writing. Hip-Hop ist mein Ding. Für die Community und Conscious Rhyming. Du sagst Hip-Hop ist dein Ding. Das in deiner Unterhose und bling bling. Ja, yo, Hip-Hop ist dein Ding. Also lass die Faxen, pack die Grills weg und werd erwachsen. Ey yo, ich hab nichts gegen Battle, ich vermisse Respekt. Je mehr Gehate im Rap, desto mehr bist du fresh. Je deeper der Text, desto mehr bist du wack. Wo ist das Sample Besteck und die Katze mit Tracks? Keine Conscious Heads, nur noch Roughnecks. Mit silbernen Pants und New Era Caps. 5XL Garnitur, den gefährlichsten Block und Abitur. Ihr seht alle gleich aus, importiert aus den USA. Schreit Rap is back und tut als wär's ein Unikat. Ey, das echt genug von da, das sagt dir jeder Rap-Superstar auf CD in jedem Supermarkt. Eure sind die Plastik, tötet die Vinyl und euer sogenanntes Game, jedes Oldschool-Gefühl. Yeah. Wollt ihr das zerstören nur für den Traum von einem Mann? Ich glaub, das ist nicht im Ernst, euer Will, ich sag Hip-Hop ist mein Ding. Für die Kultur, DJing, Rap, Breaking und Writing. Hip-Hop ist mein Ding. Für die Community und Conscious Rhyming. Du sagst Hip-Hop ist dein Ding. Das in deiner Unterhose und bling bling. Yeah. Hip-Hop ist dein Ding. Also lass die Faxen, pack die Grills weg und werd erwachsen, Homie. Hip-Hop, that's the life we live in. Y'all care anymore about this hip-hop, man. If you ain't real about it, don't talk. You can feel my realness in the world. Hip-Hop, that's the life we live in. Y'all care anymore about this hip-hop, man. Hip-Hop, my sound, my style, I bring. Yeah. No stopping me, I'm rocking hip-hop. Tage gezählt und die guten Stunden. Oh nein, in den Tiefen des Untergrunds ist Hip-Hop noch Kunst. Wo Werte was zählen, die Leute heute nicht kennen. Wo wir uns gegenseitig wärmen und das Feuer noch brennt. Wo nicht einer einen disst, wegen Probe. Wo es zählt, was du machst, nicht Label und Logo. Wo keiner deine Platte kauft, wegen deinem Foto. Und wir können auch ohne Gelaber von Bitches und Homo. Für uns ist Rap immer noch ein Teil von Hip-Hop. Für euch ist Rap nur noch Massenindustrie. Aber wo ist die Kraft, die in uns liegt? Und damit meine ich keine Ketten, Basics oder Schuss. Nee. Mit diesen Attitüden können wir echt mal Schluss machen. Hör mal Rap auf Deutsch, bling bling ist die Krankheit. Wie kann's sein, ha? Man denkt, wir sind mehr Gangster hier als die USA und Frankreich. Hip-Hop ist mein Ding. Für die Kultur, DJing, Rap, Breaking und Writing. Hip-Hop ist mein Ding. Für die Community und Conscious Rhyming. Du sagst, Hip-Hop ist dein Ding.
das in deiner Unterhose und bling bling. Aha. Yeah. Hip-Hop ist dein Ding.